Habe die Ehre, herzlich willkommen zur Montagsausgabe von Ländle TV, der Tag. Die Themen heute. Die Mediamärkte in Vorarlberg verschenken Simply TV-Boxen an Kunden. Wir waren beim Ansturm mit dabei. Auf der Sonnenkönigin wurden am Freitag und am Samstag die Lederhosen und die Dirndln ausgetragen. Und wie gewohnt gibt es am Ende der Sendung das Kachelmann-Wetter. Schön, dass Sie mit dabei sind. In Vorarlberg steht die Umstellung des Antennensignals kurz bevor. Mediamarkt Vorarlberg und Simply TV haben sich zu diesem Anlass etwas überlegt. Je 100 Simply TV Boxen sind am Montagmorgen gratis an die Kunden ausgegeben worden. Das Ländle TV Kamerateam hat sich unter die Menge gemischt. Am 23. Oktober ist es auch bei uns soweit. Das in die Jahre gekommene SD-Antennensignal wird endgültig abgeschaltet. Ausgestrahlt wird nur mehr in HD. Rund 7000 Personen in Vorarlberg empfangen derzeit via Zimmer- oder Hausantenne und sind unvermeidlich von der HD-TV-Umstellung betroffen. Eine Lösung, um Ende Oktober nicht vor einem schwarzen Bildschirm zu sitzen, bietet die Simply TV-Box. Denn das Gerät empfängt das neue DVB-T2-Signal und kann dem Zuseher mehr als 40 Sender in HD-Qualität bieten. Und am Montag gab es 100 Stück davon gratis. Ja, einige sind schon um 8 Uhr, halb 8 hier gestanden. Das heißt, die Fernseher werden immer größer und immer dünner. Das heißt, die Menschen wollen ein perfektes Bild, nicht nur perfektes Programm. Und das ist das Schöne, wenn einmal Fernsehen einfach wird, liebt man sein Ländle, sein Vorarlberg heute. Das brauchen die Leute. Und daher heute die Simply-Box holen und dann wird einfach wieder Fernsehen unkompliziert und vor allem 5-mal schärfer mit High Definition. Einfach die Box anstecken, Strom nicht vergessen, denn Ländle TV und ORF-Programme, die sind in der Luft vom Fender und dann ist einfach Fernsehen wieder ein Vergnügen. Was muss man dafür tun, dass man mit der Box nach Hause gehen darf? Na, einfach herkommen und die ersten 100, aber es sind wesentlich mehr als 100, was wir gesehen haben. Das heißt, die anderen haben aber noch immer die Chance, die vergünstigte Box sich zu holen. Die ersten 100 haben Glück, da kostet sie gar nichts. Die Menschen bekamen schnell Wind von dem Angebot und reihten sich schon früh an dem Mediamarkteingang in Dornbirn. Die ersten 100 Boxen waren gratis und das wollten sich viele nicht entgehen lassen. Neben dem geduldigen Anstehen war zudem noch genügend Zeit, um letzte Fragen zu klären. Denn hatte man es erst einmal zu einem Mediamarkt-Mitarbeiter geschafft, wurde das Gerät registriert und mit auf den Weg geschickt. Und was hatten Sie daher geführt? Ja, das Gerätle. Ich kriege einen Fernseher von der Mutter, die kaufen neuer. Und dann brauche ich das Gerätle dazu. Warum sind Sie heute da vorbeigekommen, dass Sie das mit heimnehmen dürfen? Der Herr Haschberger hat am Samstag großartig gesehen. Ganz zum Schluss hat er gesagt, ja, Sie können im Mediamarkt ein Gerätkauf, ein Geschenk bekommen. Und er hat natürlich nicht gesehen, dass so viele Leute da standen. Oder? Und ich habe gedacht, ja gut, da muss ich gleich gehen. Oder? Ich tue viel Fernsehen schauen. Aber es wird wirklich gute Sache angeliefert. Und darum habe ich gesagt, komm, wir nehmen mal einen Hosenlupf mit 76, wir nehmen da ganz das Gerät holen. Oder? Und konnte man selbst keine der 100 gratis Simply TV-Boxen ergattern, so bleibt einem noch bis 5. November die Chance, eine Box zum Aktionspreis zu erwerben. Alles nur, damit keiner Ende Oktober vor einem schwarzen Bildschirm sitzt. Auch wenn es heute für den einen oder anderen keine kostenlose mehr gegeben hat, es sind definitiv noch genügend Boxen für alle da. Kann man das Oktoberfest neu erfinden? Burm und Madeln in Feststimmung sind sich einig. Die Sonnenkönigin kann. Wenn zahlreiche Besucher zum Oktoberfest nach Bregenz kommen, dann hat die MS Sonnenkönigin ein paar Zentimeter Tiefgang mehr. So auch heuer wieder. Bereits bald nach Einlass sind die Eventarena und die Galerien gut besetzt. Loden, feiner Zwirn und Trachtenmode ringsumher. Die Styroler spielen mit zünftigem Sound auf und so dauert es nicht lange, bis sich die ersten Gäste aufs Parkett wagen. Und der feierliche Fassanstich mit Exklusivkaterer Harald Otti ist erst der Anfang einer fantastischen Oktoberfeststimmung. Das anwesende Bierkönigspaar Katharina und Roland sieht sein trinkfestes Volk auf der Sonnenkönigin gerne in Feierlaune. Wir repräsentieren Vorarlberg und sind eigentlich das Aushängeschild. Und ich glaube, als erstes Königspaar von Vorarlberg passt es ziemlich gut für uns. Ich bin auch zum ersten Mal da, muss ich sagen. Und bin voll begeistert auf der Sonnenkönigin, ist echt geile Location und
können wir alle Gas geben und eine schöne Party auch dahin. Nach dem genüsslichen Verzehr von Brezel, Weißwurst und Krautknöpfle hat die Gäste auf den oberen Decks nicht mehr viel am Tisch gehalten. Dicht an dicht gedrängt verfolgen viele begeistert die Show. So a Gaudi lassen sich auch viele bekannte Gesichter nicht entgehen. Designer Marco Spitzau fühlt sich in der angenehmen Lichtstimmung, umgeben von alpenländischer Natürlichkeit, sichtlich wohl. Ja, also ich bin der Meinung, es ist eine absolute Innovation. Auf einem Schiff, auf einem Bodenseemeer und dann natürlich mit AC/DC. Also die Verbindung, ich muss sagen, Gratulation, sensationell. Ich hätte nicht gedacht, dass man das Oktoberfest neu erfinden kann. Auch Rohrspitz-Yachting-Chef Günther Salzmann genießt die zünftige Veranstaltung. Es ist immer ein Highlight für meine ganze Kundschaft da. Weil ich sage immer, das ist ein Abschluss, nicht bloß vom Rohrspitz, das ist auch ein Abschluss für die ganze Saison, was im Sommer ist. Es ist so schön und so gut. Inzwischen heizt die stimmgewaltige Sängerin der Partyband Seitensprung dem Publikum ein, bis der Tanzboden bebt. Da bleibt kein lederner Hosenboden auf den Bänken sitzen. Auf den Galerien haben fesche Dirndln und kernige Burm die Planken des Eventschiffs regelrecht zum Schwingen gebracht. Bei diesen Bildern kommt man selber etwas ins Schunkeln. Die Schlagzeilen von morgen. ÖVP stellt sich in harter Grundstücksaffäre hinter Abgeordneten Kutschera. Eine unbekannte Täterschaft hat erneut die Felswand am Känzele in Bregenz mit einem überdimensionalen Peace-Symbol in schwarzer Farbe besprüht. Die Vorarlberger stellen dem Zusammenleben mit Zuwanderern ein schlechtes Zeugnis aus, wie eine VN-Umfrage zeigt. Nur 8% der Befragten sagen, es sei besser geworden. Für 35% hat es sich verschlechtert. Soweit die Schlagzeilen der Vorarlberger Nachrichten für morgen. Von unserer Seite war es das für heute. Ich bedanke mich im Namen der gesamten Redaktion, dass Sie eingeschaltet haben. Freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind, wenn Sie an dieser Stelle meine Kollegin Stefanie Fendt begrüßt. Bis dahin, alles Liebe. Sprechprobe mit Fahrzeug. Hier Fahrzeug, Sprechverbindung sehr gut. Verständigung ebenfalls sehr gut, Ende. Jetzt erst miteinander, ich mache gerade typische Kontrollfahrt mit der Kirschbergbahn. Und wie das Wetter so wird, das zeige ich euch jetzt. Heute zusammen beim Ländle TV Wetter. Was lange währt, wird endlich gut. Das kann man jetzt auch aufs Wetter anwenden in diesem September und Oktober. Da sind wir nicht verwöhnt in Sachen schönem Herbstwetter. Das kommt jetzt aber in den nächsten Tagen. Ein Hochdruckgebiet breitet sich über dem Alpenraum aus und das bedeutet, der goldene Oktober startet noch einmal durch. Schon am Dienstag eigentlich gilt das für die südlichen Landesteile. Da starten wir ziemlich kühl, dort wo die Nacht von Montag auf Dienstag klar ist. Also so Montafon, Klostertal, auch Wallgau, Rätikon allgemein. Da starten wir mit viel Sonnenschein. Allgemein so Richtung Bodenseeregion, Laiblachtal, Vorderwald, dann auch so bis Kleinwalsertal hinein. Da sind wir noch näher an diesem Tief über Deutschland dran. Da wird es tagsüber noch einmal ein paar dichte Wolkenfelder geben. Nicht ganz ausgeschlossen im Laiblachtal, so Richtung Sulzberg. Auch ein paar Tropfen Nieselregen mit dabei. Sonst aber trocken durch den Dienstag. Und die Temperaturen, sie gehen rauf auf 13 bis 16 Grad. Das Bergwetter eigentlich recht gut, minus 2 Grad auf der roten Wand, da komme ich gleich noch einmal detaillierter drauf zu sprechen. Die Aussichten aber Mittwoch, Donnerstag, Freitag, wie angekündigt, das Hochdruckwetter setzt sich durch. Am Mittwoch noch ein paar Wolkenfelder mit dabei, um 17 Grad, Donnerstag viel Sonnenschein und wie es danach in Richtung Wochenende, in Richtung Wahlsonntag mit dem Nebel ausschaut, da schauen wir in den nächsten Tagen detaillierter an, ob sich im Rheintal Nebel bildet. Temperaturen, auf jeden Fall geht es aufwärts, so bis zu 20 Grad sind drin. Schauen wir auf die 0-Grad-Grenze in den nächsten Tagen, das Hoch kommt und das heißt vor allem das Bergwetter, das Ausflugswetter, das Wanderwetter wird optimal in den nächsten Tagen so zwischen 3000 Meter umher, 2500 am Dienstag und dann Freitag, Samstag, Sonntag über Pitzbühel-Niveau oben, also richtig sonniges Wetter, tolles Bergwetter, die Fernsicht ist in Richtung Wochenende sehr gut. Diese Informationen, 0 Grad Grenze, ortsgenaue Vorhersagen, das finden Sie auf kachelmannwetter.com. Das war's vom Wetter, für Gott bei Ländle TV.